Abends kamen Gassi und Sampras. Das waren ja damals absolute Topspieler. Beide aus dem Hotel raus und die gingen dann so zu dem Auto und guckten so ein bisschen. Und dann bin ich natürlich gleich wieder hin. Und dann setzte sich da mal rein und so. Ja, why not? Okay. Dann habe ich sie gefragt. Sie warten noch ein Taxi, sie wollten irgendwo in Hamburg zum Essen. Ich sage, sie brauchen kein Taxi. Hier ist der Schlüssel. Ja, ja komm, habe ich ihnen das Auto kurz erklärt. Hier nimmst du das Auto, fahren Sie mit dem Auto. Dann sind die tatsächlich mit dem Auto gefahren und dann sind die ganzen Pressejungs da hinterher. Mit Kameras und Fotoapparaten. Nächsten Tag überall Sampras und der Gassi mit unbekannten Roadster in Hamburg gesichtet und so. Ja, und so ging dann los. Unfassbar. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute geht es hier um Sportwagen. Genauer gesagt um Idee, Entwicklung, Design, Marketing, Finanzierung, Bau, Vertrieb und Service. Denn das alles hat mein Gast zusammen mit seinem Bruder gemacht. Und diese Folge ist gleichzeitig ein Musterbeispiel dafür, dass man nur verbissen genug an einer Sache dranbleiben muss und sich auch von Widerständen nicht beirren lassen darf. Und am Ende des steinigen Weges ist man dann Sportwagenhersteller mit mehr als 1500 verkauften Fahrzeugen. Friedhelm Wiesmann ist der Mann, der zusammen mit seinem Bruder Martin in den 90ern für Aufsehen in der Sportwagenszene gesorgt hat. Und viele von euch werden sich an die bildschönen und konsequenten Retro-Sportwagen Wiesmann erinnern, die damals gerne die Garagen internationaler Spitzensportler geschmückt haben. Aber ich wette, ihr kanntet bis jetzt maximal 5% der Geschichte. Und für den Rest habt ihr ja mich. Zuerst möchte ich euch aber noch meinen heutigen Partner vorstellen und das ist die Firma Comco Leasing. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Wiesmann-Kunden dort ihre Fahrzeuge finanziert haben, denn die machen eine ganz besondere Sache. Oldtimer- und Youngtimer-Leasing. Ich glaube, viele von euch wissen oft gar nicht, welchen aktuellen Wagen sie eigentlich noch leasen sollen, würden aber gerne einen Klassiker als Firmenwagen fahren. Dann verbindet das doch einfach, einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Das fängt ja alleine schon bei der 1%-Regel an, die ja auf den ursprünglichen Neupreis angerechnet wird und nicht auf den aktuellen Marktwert. Und wie günstig heutige Klassiker damals mal neu waren, das wissen wir, glaube ich, alle. Da könnt ihr schon mal richtig Geld sparen und damit hört es noch lange nicht auf. Informiert euch am besten gleich und ihr werdet staunen, wie günstig ihr euren Youngtimer im Alltag bewegen könnt. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de und das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, also C-O-M-C-O. Und dort findet ihr die Experten, die euch alles gerne erklären. Und obwohl die Comco-Leute, die ich kennengelernt habe, alle Benzin im Blut haben, können sie nicht nur Autoleasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, Energie- oder Schienentechnik oder was euch sonst noch so einfällt, verleasen. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität und den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Friedhelm Wiesmann. Meine Eltern hatten einen Fiat- und Lancia-Betrieb. Ah, okay. Mein ältester Bruder Bernd hat 86 das umgewandelt in BMW. Da wurde zufällig der BMW-Vertrag in Dülmen, wo ich ursprünglich herkomme, im Münsterland, wurde der BMW-Vertrag frei. Und hat er zugeschlagen, musste dann einen neuen Betrieb bauen, kriegt natürlich gleich entsprechende Auflagen. Und er war dann ab sofort BMW-Händler. Aber groß geworden bin ich in dem Fiat- und Lancia-Betrieb. Weil 86, da waren wir schon dabei, Wiesmann zu entwickeln. Mein Bruder Martin und ich, wir sind ja drei Brüder. Also insofern sind wir natürlich sehr autoaffin gewesen von Anfang an. Ich bin dann allerdings dann durch meine Heirat in die Textilbranche abgedriftet. Das heißt, mein damaliger Schwiegervater war sein Leben lang Handelsvertreter für Kinderbekleidung. Oh, okay. Also der ist in ganz Deutschland, in der Schweiz und Österreich rumgefahren, so mit seiner S-Klasse hinten drin, die Stangen mit den Kollektionen und hat an die großen Verbände, an die Konzerne und auch an den Einzelhandel Kinderbekleidung verkauft, die er dann in der Firma, wo er vermittelt hat, die Aufträge praktisch hinterlegt hat und dann wurden die irgendwo produziert. Okay. Und er sagte dann, als ich noch im Studium war, ich habe in Münster studiert, sagte zu mir, er will sich selbstständig machen. Er hat so gute Kontakte am Markt und sehe nicht ein, dass er sein Leben lang das für andere macht. Er wird es für sich selber machen. Ob ich nicht mitmachen wollte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mitzumachen. Dann haben wir also die Köhler und Wiesmann Textilvertriebs GmbH gegründet. Also Köhler war mein Schwiegervater, Wiesmann ich halt. Und wir haben dann eine Direktrice beschäftigt, die also praktisch die Muster entworfen hat. Wir hatten ein paar Näherinnen, die uns die Muster genäht haben und dann ist sie herumgefahren, hat verkauft und wir haben die dann
auf der Schwäbischen Alb teilweise auch im Münsterland bei Konfektionsbetrieben in Auftrag gegeben. Das ist alles wunderbar gelaufen. Das war zwar eigentlich nicht meine Branche, aber okay, es lief ganz, ganz ordentlich, bis wir 1982 plötzlich ein großes Problem kriegten. 1982 war die gesamte Branche mit Aufträgen völlig zu. Und man konnte damals auch noch nicht ins Ausland gehen. Das hätte ein halbes Jahr, drei, vier Jahre gedauert, wäre gar nicht gegangen. Wir hatten einen riesen Auftrag von, ich glaube, von 8 Millionen oder so. Und zwar für einen Schulanfangsprospekt. Das heißt, der Konzern, der dahinter stand, hat also bundesweit und auch im Ausland zum Schulanfang diese Sachen beworben. Die mussten natürlich dann pünktlich in den Regalen und vor Ort sein. Und wenn sie nicht pünktlich liefern, dann haben sie ein großes Problem. Dann kriegen sie eine Konventionalstrafe, von der würden sie sich nicht wieder erholen. Okay. Und wir hatten diesen Auftrag ganz nah bei uns in Dülmen an einen Konfektionsbetrieb vergeben. Und dann ist Folgendes passiert. Der hatte einen Großabnehmer in Holland. Und dieser holländische Großabnehmer ist damals auch mal in Konkurs gegangen. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er auf über 2 Millionen hängen geblieben und ging dadurch selber in Konkurs. Und jetzt plötzlich standen wir da und wussten nicht, wie wir die Ware produziert bekommen. Und das war eine sehr heikle Situation. Man konnte also kurzfristig diese Mengen nicht woanders unterbringen. Keine Chance. Und da habe ich mit meinem Schwiegervater abends in unserer hauseigenen Bar, ich glaube, das war das erste und das letzte Mal, dass wir zusammen in der hauseigenen Bar gesessen haben und haben irgendwie nach der dritten Flasche Wein die Entscheidung getroffen, wir haben nur eine Chance, wir müssen den Laden aus dem Konkurs kaufen, komplett übernehmen. Okay. Ja, wir haben keine andere Chance, sonst sind wir auch fertig, weil die Konventionalstrafe, von der hätten wir uns nicht erholt. Also sind wir nächsten Morgen, haben wir uns dann einen Anzug angezogen, die Krawatte umgebunden und sind zur Bank und haben tatsächlich diesen Konfektionsbetrieb gekauft. Mussten natürlich unser Haus bis zur Dachspitze belasten, das durften die Frauen nicht wissen, die hätten uns umgebracht. Aber und dann plötzlich hatte ich einen Betrieb mit 120 Leuten, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Alle möglichen Maschinen und Geräte, unfassbar. Und ich war plötzlich als junger Kerl, ich kam ja gerade vom Studium, war ich dann der Chef. Ja. Mein Schwiegervater war ja fast 80% der Zeit im Außendienst. Ja. Also ich war derjenige, der vor Ort war und hatte plötzlich diesen ganzen Betrieb am Hals auf Deutsch gesagt. Ja. Und Sie haben was Kaufmännisches studiert, oder? Also ich habe eine Betriebswirtschaftsschulung gemacht mit Schwerpunkt Marketing und Wirtschaftsrecht. Das hat mir in der Branche aber nicht so ganz viel geholfen in dem Augenblick. Also Sie müssen sich vorstellen, da war eine Zuschneiderei, da war eine Näherei, da waren die Versandabteilungen und ich musste mich da richtig reinarbeiten. Also das ging dann so los, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal den ganzen Produktionsprozess erstmal studieren, wie das eigentlich hier abläuft. Und in der Zuschneiderei, da ging es ja los, da wurde auf einem riesen Tisch, der war so 12 Meter lang, wurden dann die Stoffe ausgelegt auf so hohe Lagen, was weiß ich, je nachdem, welche Kommission gemacht wurde, 80, 100 Lagen. Und dann haben die Schablonen da drauf gelegt und dann wurde am nächsten Morgen das alles ausgeschnitten und die Einzelteile wurden in die Näherei gegeben und die haben das dann zusammengenäht. Und dann habe ich mir das geguckt. Das war wie so ein Puzzle. Bin ich nachts bis 2 Uhr da an dieser Lage da gestanden und habe mir überlegt, wenn ich da einen Meter einspare oder so, ist das über das Jahr gesehen eine richtige Ersparnis. Ja. Und dann habe ich mich da intensiv mit beschäftigt und habe 1,30 Meter eingespart. Das wäre aufs Jahr gerechnet gewesen, eine Ersparnis von 280.000 D-Mark damals. Ja. So, und dann kam am nächsten Morgen der Zuständemeister, der also nichts anderes macht in den letzten 30 Jahren, und hat dann fürchterlich getobt, welcher Idiot war dann hier an der Lage, wer hat das alles umgelegt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich ihn gebeten, mal in mein Büro zu kommen und habe ihm gesagt, pass auf, jetzt haben Sie 2 Möglichkeiten, jetzt prüfen Sie das nach, ob das alles passt, ja, ob ich da nichts falsch gemacht habe. Dann kann ich Ihnen sagen, wenn die Lage jetzt so richtig liegt, dann haben Sie uns durch Ihre Oberflächlichkeit einen Schaden von 280.000 pro Jahr eingebrockt. Und dann ist er natürlich kreidebleich geworden, ist rausgegangen, eine halbe Stunde kam er wieder und musste zugeben, dass ich es richtig gemacht hatte. und dann wurden wir aber nachher die besten Freunde. und so habe ich mich durch die Abteilung durchgearbeitet, in der Näherei, habe alles versucht zu optimieren, vor allen Dingen, was fütterlich nervig war, die sind dauernd aufgestanden, haben irgendwo Materialien geholt, hier die Knöpfe, da die Reißverschlüsse. Ich habe dann die ganzen Tagesaufträge sozusagen kommissioniert, habe das zum Arbeitsplatz hingebracht und viel Veränderung war, wie auch immer. Das hat wunderbar gelaufen. Wir haben also dann das sehr gut in den Griff gekriegt und haben auch richtig gutes Geld damit verdient. Dann bis 1985, dann wurde der Importdruck immer größer in der Branche. Also dann ging das plötzlich los, zunächst mit der Türkei, Griechenland und so.
dass die Produkte aus diesen Ländern kamen und deutlich günstiger zu produzieren waren als in Deutschland. Mhm. Und es wurde mehr und mehr so, dass wir nicht mehr die Vorderaufträge bekamen. Also Vorderaufträge waren die für die nächste Saison. Hatte man Zeit, das alles zu produzieren. Das wurde dann ins Ausland vergeben von den großen Konzernen. Aber wenn die dann gesehen haben, der ein oder andere Artikel läuft gut, dann die Nachaufträge, die Sofortaufträge, die kriegten wir. Das heißt, wir hatten nochmal gar nichts zu tun und dann hatten wir in drei Schichten Tag und Nacht, mussten kurzfristig liefern. Und wir wurden natürlich im Preis gedrückt, da ging es ja um Stellen hinterm Komma. Das hat uns fürchterlich genervt. Und dann haben wir intern natürlich darüber diskutiert, wir müssen die Produktion früher oder später ins Ausland verlegen, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. Die Branche wird in Deutschland auf Dauer nicht überleben. Mhm. So, dann habe ich mich damit intensiv auseinandergesetzt, ins Ausland zu gehen und habe alle möglichen Businesspläne, alles Mögliche gemacht. Und bin dann irgendwann zu meinem Schwiegervater gegangen und habe gesagt, pass auf, wir gehen in die Türkei. Und da müssen wir eigentlich leider 8,5 Millionen investieren, um da die Produktion aufzubauen. Das ist im Augenblick der beste Standort für uns. Und dann hat er mir gesagt, und das war ausschlaggebend, pass mal auf, ich bin schon fast im Rentenalter, das mache ich in meinem Leben nicht mehr. Das mache ich nicht. Ja, wenn du das machen willst, dann mach das, aber ohne mich. Ich gehe dann in Rente und will mal Ruhe haben. Und dann habe ich entschieden, das mache ich dann auch nicht. Alleine mache ich das auch nicht. Ja. Weil er war der Textiler, ich nicht. Ja, und in der Situation haben wir dann gesagt, dann machen wir Folgendes. Wir lassen den Betrieb weiterlaufen. Der läuft ja nach wie vor noch gut. Ist zwar hektisch alles, aber und wenn Leute gehen, aus welchen Gründen auch immer, werden sie nicht ersetzt. Wir bauen das natürlich im Laufe der Zeit ab und dann irgendwann machen wir Schluss. Wie viele Leute haben Sie da spitze? Also 125, 130 Leute. Schon richtig groß ist. Überwiegend natürlich Frauen. Wir hatten, glaube ich, nur 4, 5 Männer. Das andere waren Frauen. Da machen sie mal eine Weihnachtsfeier, dann wissen wir, was los ist. Aber toll. Also als Quotenbetrieb perfekt. Ne? Ja, super. Als Quotenbetrieb perfekt, ja. Auf jeden Fall haben wir also entschieden, wir machen das so, solange es gut geht und bauen das auf natürlichem Wege ab. Und dann muss ich halt, weil ich dann deutlich jünger war, sehen, was ich dann mache. Okay. Und in der Situation habe ich mich mit meinem Bruder, wie alljährlich, getroffen, mit meinem Bruder Martin, sind wir zur, damals ist das Jochen Rindt schon Essen. Das ist ja immer so Ende des Jahres, November, Dezember, ist ja diese Messe immer gewesen. So, und dann liefen wir dann so rum und kamen in eine Halle, wo dann damals die Kleinserienhersteller, die es damals schon gab, ihre Exponate ausstellten. Das war TVA, das war Morgan, das war Caterham. Mhm. Und wir haben uns dann von Weitem so die Autos ausgeguckt, ja, ganz schönes Design, nicht schlecht. Dann sind wir nah ran und haben gesagt, oh Gott, die Teilqualität ist zu wünschen übrig. Ja, das, so, das könnte man besser machen. Mhm. Und dann teilweise 30 Jahre alte Rohrmotoren, uralte Technik in den Autos. Gesagt, Mensch, als wir dann nach Hause kamen, das ist wirklich jetzt wahr. Dann haben wir wieder in unserer Bar gesessen, in meinem Haus. Damals. Gefährlicher Ort. Gefährlicher Ort, sag ich Ihnen. Das ist eine Entscheidung getroffen. Und haben wir tatsächlich auch wieder abends, ich weiß nicht, haben wir auch ein bisschen Wein getrunken. Da haben wir gesagt, Mensch, da muss noch Platz sein für eine kleine deutsche Firma, die sowas macht in besserer Qualität, mit besserer Technik. Das kann nicht sein. Ja. Und diese Firmen gibt es ja alle schon Jahre, Jahrzehnte teilweise. Die haben uns alle wirtschaftlich überlebt. Da muss noch Platz für einen deutschen Anbieter sein. Tatsächlich haben wir dann entschieden, wir machen unseren eigenen Sportwagen. Ja. Wir wussten natürlich nicht, was wir uns antun würden. Ja, das richtige Wort, antun. Das war natürlich nicht abzusehen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen. Wir waren jetzt nicht so naiv zu glauben, wir würden jetzt alles stehen und liegen lassen und würden mal eben Auto bauen und damit schnell Geld verdienen. Also so naiv waren wir nicht. Ja, klar. Aber der einzige Bruder, der wirklich was mit Autos zu tun hatte, der hat nicht mitgemacht. Der wusste schon, was passiert. Ne? Ja, der wusste das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Okay. Also wir müssen wissen, mein Bruder Bernd ist ja mehr der Kaufmann gewesen, ja. Ja? Ja, okay. Also, in dem BMW-Betrieb. Ja. Bruder Martin ist der Ingenieur. Ja, der Tüffler, ja. Und ich bin wiederum Kaufmann, aber auch mehr Vertriebsleiter, die Marketing-Vertriebsleiter. Aber ein gutes Dreigespann, ne? Ja. Genau, aber der ist der Ingenieur in der Autobranche gewesen? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht. Der hat in Wuppertal in einer Firma gearbeitet, die haben Pumpen, irgendwelche Pumpen hergestellt. Ja, schon mal Benzinpumpen. Das war nicht mal Benzinpumpen. Irgendwelche Pumpen, um irgendwie den Tunnel auszusaugen. Fragen Sie mich nicht. Er sagte mir nur, also das will er seinen Lieben auch nicht machen. Er will aber auch nicht in die Autobranche und da für den Außenspiegel rechts zuständig sein. Ja, macht auch keinen Spaß. Ja. Sondern wir machen jetzt unser eigenes Auto. Ja, aber dann haben wir uns natürlich überlegt, konzeptionell, wie könnte das denn aussehen? Dann haben wir uns dazu entschieden, das muss ein 2-sitziger Roadster sein. Mhm. Uns war klar, der wird in einer Preisklasse sein nachher, wo wir eher Richtung Porsche gehen, sag ich mal. Da kann jetzt auch keine billige Technik drin sein. Wir brauchen eine hochwertige Technik. Damals kamen eigentlich nur drei in Frage. Das war Mercedes, BMW oder Audi. Audi war damals noch nicht ganz so weit. Wir haben uns dann für BMW entschieden. Erstmal aus Überzeugung, dass das damals die beste Technik für unser Vorhaben war. Zum Zweiten
weil der andere Bruder ja BMW-Händler war. Und uns war klar, über den können wir natürlich Teile beziehen, über den kriegen wir alle technischen Informationen und. So, dann haben wir uns dran gemacht. Mein Bruder hat dann angefangen, einen Stahlgitterrahmen zu entwerfen auf dem Papier, ja, zunächst einmal. Dann haben wir uns Rohre gekauft, alles Mögliche, haben es in den Keller des Hauses meines Bruders geschleppt und dann hat er unten den Wagen angefangen zu basteln, im Keller des Hauses. Gab es irgendeine Literatur, wonach er sich orientiert hätte oder nee, sowas? Nee, das hat er schon, also ich muss dazu sagen, wir haben ja gesagt, wir brauchen von BMW nicht nur den Motor und das Getriebe, wir brauchen auch die Radaufhängung, wir brauchen auch die Lenkung und ein paar mehr Teile. Okay, das war also schon mal eine Vorgabe, ne? Ja, also habe ich Unfall-BMW 323i gekauft. Und haben dann die ganzen Teile ausgebaut, die wir brauchten. Haben die alle in den Keller geschleppt und haben um diese ganzen ausgelegten Teile sozusagen hat er den Rahmen konstruiert. Also hat so haben damals in England auch Formel 1 Autos gebaut. Ja, das war, ja gut, dann schon nicht mehr, aber früher, in den 60er, 50er, 60er Jahren. Und so hat er den Rahmen da oben gebaut. Und wir haben in unserer Euphorie also den Rahmen da unten gemacht. Ich war ja eigentlich nur der dafür zuständig war, erstmal alles zu finanzieren. Das war schon genug hinterher. Und dann alles zu beschaffen und mich alles zu kümmern. Also ich war ja nicht der Techniker, der den Rahmen konstruieren konnte, das war er. Ja. Ich habe dann geholfen, alles Mögliche mitzumachen in der Freizeit. Also wir haben ganz normal unseren Job weitergemacht. Ich habe die Textilfirma weitergehabt, er hat weiter in Wuppertal gearbeitet. Das war okay, so ein Wochenendprojekt. Am Wochenende, abends, bis in die Nacht rein. Ja. Aber umgebastelt. Unsere Euphorie haben wir dann vergessen, dass dieser Rahmen ja irgendwann aus dem Keller wieder raus muss. Ja? Das wäre meine nächste Frage. Das war ein Akt, sage ich eben. Also wir mussten die Frauen, damals gab es diese langen Samstage, die verkauften auf eine Samstage, dann haben wir die nach Münster geschickt zum Einkaufen. Die haben sich schon gewundert, dass wir die freiwillig zum Einkaufen schicken, weil uns war bewusst, wir müssen das ganze Treppenhaus abbauen, um das Ding dann wieder rauszukriegen. Das hätten die nicht verstanden, aber die sind tatsächlich nach Münster gefahren und wir haben das ganze Treppenhaus abgebaut. Da gibt es Bilder, das ist herrlich. Und dann haben wir das Ding nach draußen geschleppt, ja. Unglaublich. Und dann haben wir das Ding zusammengebaut. Und dann sind wir nach Haltern, da gibt es einen Verkehrsübungsplatz vom ADAC und den Betreiber da oder den zuständigen Menschen, den kannten wir ganz gut. Und dann haben wir ihn gefragt, wir brauchen mal an einem Tag brauchen wir diese Strecke für Testzwecke. Da war das auch, ist schon so fahrbereit. Ja, aber nur ein Chassis. Also nur ein Chassis, keine Karosserie, kein Ausstand. Sitz drin, Pedale drin, Lenkrad. Ja. Wie so ein Kart eigentlich. Ungefähr. Gab es da schon ein Design fürs Auto nachher? Nee. Was gab's? Ein Design fürs Auto? Nein, das kam nicht. Achso, okay. Also ist nur ein Chassis. Das kam nicht. Okay. Das Chassis war dann da. Ja. Jetzt können Sie sich vorstellen, das Chassis hat ja im Vergleich zum kompletten Auto nichts gewogen. Das war extrem leicht. Ja. Und dann sind wir auf diesem Verkehrsübungsplatz und sind mit dem Ding da rumgefahren. Das ging ja auf Deutsch gesagt wie die Sau. Ja? Das glaube ich. Ja. Wir waren total begeistert. Ja. Damals lebte mein Vater noch, der war damals aber schon sehr alt. Aber er wollte auch unbedingt eine Probefahrt machen. Und dann hat er auch eine Probefahrt gemacht, aber da hat er das Ding doch total unterschätzt. Und dann ist er plötzlich rausgeflogen aus irgendeiner Kurve. Hecke auf, Hecke zu, Auto weg, Vater weg. Ja. Oh Gott, ja. Und dann haben wir das Auto da wieder rausgeschleppt und dann, also das Chassis, wie gesagt, und das war krumm und schief. Ja. Das ist tatsächlich alles gleich geschrottet. Das gleich geschrottet bei den ersten Testfahrten. Oh nein. Ja gut, wir kamen mit einem Lachen und einem weinenden Auge nach Hause und mit dem Lachen immer das Ding ging wie die Hölle und war klar, dass er mit der vollen Karosserie dann nicht mehr so gehen würde, aber einem weinen, weil wir eine Menge Arbeit hatten, um das Ding wieder aufzubauen. Ja, und dann ist es wieder in den Keller verfrachtet. In der Lagerhalle von unserem Textilbetrieb, da haben wir so einen, das haben wir unser Forschungs- und Entwicklungszentrum genannt. Das waren so 100 Quadratmeter, die wir abtrennen lassen und da haben wir unsere Werkstatt angerichtet. Okay. Und da ging es dann weiter. Jetzt ging es ans Design. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, also erstens konnte keiner von uns zeichnen. Ja, wir konnten es einfach nicht. Ja, wann sind so oft gefragt, gibt es da Zeichen? Ja, gibt es nicht. Wir können nicht zeichnen. Ja. Ein ganz einfacher Grund. Also wir haben modelliert. Ja, wir haben also wirklich Karosserie modelliert. Am Auto, aus allem möglichen, aus Ton und Spachtel und weiß der Teufel, ja? Eine riesen Sauerei. Aber Sie haben das trotzdem selber, Sie haben nie einen Designer. Nein, nie einen. Das Auto ist entstanden? Ja, bei uns. In der Textilfirma. Ja, durch reine Handarbeit. Mit dem Design, das gibt es ja gar nicht. Ja, ist entstanden. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, okay. Und dann haben wir das, als das einigermaßen so da stand, dass wir sagten, ja, das könnte sein, da musste das ja, wir hatten ja keine CNC-Fräsmaschine oder sowas, wir hatten ja nichts. Dann haben wir Schablonen gemacht. Dann musste das ja abgegriffen mit Schablonen, damit das alles symmetrisch wurde. Das hat ein Jahr gedauert, ja, das ganze Ding so hinzustellen, wie es dann wirklich war. Und dann mussten wir davon ja die Negativhohlform abziehen und in der Negativhohlform wurden dann später die Einzelteile geworden. Und wir haben gleich 1:1 designt auch. Also nicht ein kleines Modell erstmal. 1:1. Okay. 1:1. Also es war eine Riesenarbeit, können Sie sich vorstellen. Wir haben jeden Design lang gehabt, haben wir alles selber gemacht. Jetzt stand das Ding dann da als Modell und dann
haben wir noch ein bisschen rumgefeilt, hier geändert, da geändert. Und dann haben wir die Negativhohlform im Prinzip gebaut und haben in diesen Negativhohlformen die Positivteile gebaut. Konnten Sie das oder haben Sie das auch beigebracht? Das ist, also das hat mein Bruder, muss ich jetzt zugeben, überwiegend gemacht. Ich war da mehr der Lehrling, ja, der Hilfsarbeiter, wenn Sie so wollen. Und er hat sich natürlich dann auch jemanden geholt aus der Branche, der ihm auch geholfen hat. Also im Grunde ist das alles in Eigenleistung entstanden. Aber das waren Kunststoffteile, ne? Die Autos sind aus Kunststoff, es war GFK, wie Bootsbau eigentlich. So, und dann ist dann irgendwann, hat es die Teile gegeben und dann ist das Auto irgendwann aufgebaut worden. Und dann stand er da. Dann kam die ganze Innenausstattung, das Ganze dazu. Das haben wir natürlich dann erst in der Sattlerei extern machen lassen. Achso, aber ich wollte gerade sagen, da kam noch Ihre große Stunde, oder? Ja, da kommen wir gleich noch dazu. So, wir waren eigentlich guter Dinge. Sie müssen sich vorstellen, bis dahin hat das alles noch nicht so wahnsinnig viel Geld gekostet. Mein Bruder hatte kein nennenswertes Geld, weil er hatte eine Familie und hat auch entsprechend gelebt. Und ich hatte aber durch meine Zeit schon früher während meines Studiums und nachher dann durch den Textilbetrieb sehr viel Geld verdient, also vergleichsweise viel Geld verdient. Mhm. Und wir haben aber was ganz Cleveres gemacht im Nachhinein. Mein Schwiegervater und ich, wir haben uns also, was ich eben schon sagte, darüber geärgert, dass wir immer mehr im Preis gedruckt wurden und wir kriegten also für, wenn wir jetzt sagen wir mal 10.000 Teile geliefert haben, kriegten wir für so ein Kinder-Sweatshirt netto 11,95 zum Beispiel. Und es wird dann bei Karstadt oder so für 39,50 D-Mark verkauft. Mhm. Ja. Dann haben wir gesagt, wir lassen uns nicht länger von denen ärgern, wir wollen sowieso auf Dauer den Betrieb nicht aufrechterhalten. Wir machen jetzt Folgendes, eine Halle, 1000 Quadratmeter. Zwischendurch haben wir eine Scheibe reingezogen, dann links Rundständer, Selbstbedienungsprinzip Aldi, rechts die Maschinen aufgebaut. Mittwochs, Nachmittags und Samstags geöffnet, haben wir die Leute reingesetzt, die haben dann die Sachen dann produziert. Ja. Die kamen dann praktisch für die Leute, für die Kunden, die dann kamen, sah das aus, wenn die Ware noch warm ist. Ja. Ja. Konnte die seine Manufaktur sozusagen. Ne? Genau, ja. Genau, Manufaktur, also Factory Outlet, das erste in Deutschland, haben wir gemacht. Oh, okay. Ja, und dann haben wir mittwochs, Nachmittags und Samstags aufgemacht. Unser Sweatshirt, wo wir 11,95 netto, wohlgemerkt plus Steuer, bekamen, die aber für 39,50 verkauft haben, haben wir dann für 25 Mark verkauft. Mhm. Direkt an den Verkäufer. Haben Sie Karstadt zurückgeärgert? Wir haben es gar nicht gemerkt. Also wir haben gedacht, wir verlieren jetzt einige. Die werden aus den Lieferantenlisten bei einigen gestrichen, wäre uns jetzt auch egal. Wir sind nirgendwo gestrichen worden, das haben wir gar nicht gemerkt. Also haben die gar nicht für möglich gehalten, wahrscheinlich, dass jetzt jemand wagen würde, sowas zu machen. Ja. So, und das war eine Goldgrube, sag ich. Wenn ich mit was damit das um 14 Uhr dahin bin und habe die Tür aufgeschossen, da standen dann draußen 100 Leute. Das ist unglaublich. Wir haben ein tolles Einzugsgebiet in Dülmen und ich glaube außenrum. Ja, wir haben einmal natürlich Münsterland, Münsterland-Stadt, aber auf der anderen Seite das Ruhrgebiet natürlich. Ja, genau. Da haben sich es waren ja überwiegend Frauen, die mit Kindern kamen, natürlich, wir haben nur Kinderbekleidung, waren zweitgrößter deutscher Kinderbekleidungshersteller. Und dann haben die sich mit Bussen organisiert aus dem Ruhrgebiet. Ja. Das ist die ganze Busseite, sind die gekommen. Ich sage Ihnen, ich habe dann nur mittwochs, nachmittags und samstags habe ich dann nur an der Kasse gestanden, habe geholfen einzupacken, zu kassieren und so weiter. Da habe ich gedacht, ey, wofür hast du eigentlich jahrelang studiert, wenn du mal so leicht Kohle verdienen kannst? Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Krebsstand gemacht, hätten Sie es viel früher noch leichter verdient. Ja, wahrscheinlich. So, und jetzt ging es weiter. Jetzt, wie gesagt, ich habe das Ganze finanziert. Also sie hätten nicht zu einer Bank gehen können und hätten gefragt, wir wollen jetzt mal ein Auto bauen. Habt ihr mal ein paar Millionen für uns? Die hätten sehr viel zurückgehalten. So, bis dahin, wo wir eben angekommen sind, hat das ja noch nicht so viel Geld gekostet. Das ging dann aber los, als es darum ging, dann die Typprüfung zu machen. Sie müssen sich vorstellen, das ist keine TÜV-Prüfung im üblichen Sinne, sondern Typprüfung. Mhm. So. Da ging es richtig los. Also Typprüfung heißt, das waren damals irgendwie 332 Punkte, also, die erfüllt werden müssen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben natürlich die Sicherheitsgurte gekauft. Die hatten ja auch eine DIN-Norm und waren ja geprüft. Das war alles gut. Aber die müssen ja irgendwann am Auto befestigt sein. Am Chassis. Und das wurde jetzt geprüft durch den, ich glaube, damals TÜV Bayern, glaube ich sogar. Da wurde das Chassis dann auf so einen Schlitten gestellt und dann wurde eben Crash-Test gemacht und damit bestimmte Kräfte auf den Gurt einwirken, wurde so lange gemacht, bis das Ding ausreißt. Ne? Und er musste eine gewisse Last aushalten, keine Ahnung, wie hoch die war. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr aufwendiger Test. Allein dieser Test, einer von 32 Punkten, hat 80.000 D-Mark gekostet. So. natürlich waren viele dabei, die waren nicht so teuer, aber es ging dann richtig ins Geld. Ja, schon haben sie Factory Outlet 7-mal die Woche geöffnet. Ne? Nee, das muss man schon so machen, das muss ja was Besonderes bleiben. Ja. Ja. So, dann habe ich
immer zu meinem Bruder gesagt, ich will dir mal sagen, das kostet uns Millionen. Alles gut und schön. Wir brauchen irgendeine Idee. Wir müssen irgendwas machen, womit wir auch Geld verdienen. Ja, sonst wird das nicht funktionieren. Ja, aber was könnte das sein? Und dann war der Zufall, ich hatte damals meiner Frau, gerade bei meinem Bruder Bernd, so ein BMW 325, die kam ganz neu auf den Markt. E30 Cabo, vielleicht erinnern Sie sich, ja, das erste Cabo von BMW. Habe ich so ein 325i Cabo als ersten bekommen für meine Frau. Und das war so im Januar, nass, kaltes Wetter, so wie jetzt, so nur ein bisschen kälter. Und dann bin ich mal auf die Autobahn, die 43 nach Münster gefahren, bin mit dem Ding mal so 200 gefahren und da hatten sie turbinenartige Geräusche im Auto. Mhm. Das war damals schon ein einlagiges Stoffverdeck in der Plastikscheibe. Das war irre laut. Da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, so ein teures Auto. Und sie sollte das ganze Jahr das Auto fahren. Dafür brauchst du einen Hardtop. Ja? Einen Hardtop kennen Sie, ne? Ein festes Verdeck. Ja. Und dann bin ich zu meinem Bruder Bernd gefahren. Ich sage, ich brauche für das Ding einen Hardtop. Ich sage, Hardtop gibt es nicht. Hat BMW nicht. Dann habe ich recherchiert. Niemand hat einen Hardtop für so ein Auto. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die bauen 26.000 Autos davon. Dann bin ich nicht der einzige Depp, der einen Hardtop haben will. Da muss ein Markt für da sein. Wir machen für das Auto einen Hardtop. Nicht zu meinem Bruder Martin, der war nicht gerade begeistert von der Idee, aber ich konnte ihn davon überzeugen, dass das eine gute Idee war. Und haben wir für dieses Auto, oder wollten wir einen Hardtop entwickeln, habe ich meiner Frau gesagt, ich muss dir das Auto hinterher wegnehmen, wir brauchen das für Entwicklungszwecke für einen Hardtop. Das Auto habe ich nicht gekriegt, also muss ich noch ein BMW Cabrio kaufen für die Entwicklungszwecke. Und dann haben wir einen Hardtop gemacht. Und das sah dann so coupéförmig aus, wo den Wagenfarbe lackiert, konnte der Kunde auch in Kontrast haben, wie auch immer. Konnte man das einfach anbringen? Da? Also eine Kapsel? Ja, wir hatten, oder? Das haben wir alles selber entwickelt, das war nicht so kompliziert. Wir haben uns an den Originalverschlüssen vorne am Verdeck orientiert und hinten haben wir so spezielle Einbauteile eingebaut, wo man das dann fixieren konnte und gleich in Kontakt schießen konnte zur Heizbahn Heckscheibe. Mit Dachträgersystem, dann in der Luxusversion in Leder ausgeschlagen, mit Soundsystem. Und also okay, also schon. Also, das beim Hardtop ist das Problem, einmal die Verwindung des Autos, ja, dass das Ding das mitgeht, ohne Quietschgeräusche zu machen. Dichtigkeit ist ein Thema. Aber es ist nicht ganz unkompliziert. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Ja, dann habe ich gesagt, ein Hardtop, ich will natürlich gerne einen Endverbraucher verkaufen, aber ich bediene auch den Handel. Also haben wir damals Auto und Sport, Welt am Sonntag und so haben wir das beworben. Ich bin dann aber auch in Deutschland rumgeguckt und habe Händler besucht, wichtige BMW-Händler besucht. Wir sind von Aufträgen erschlagen worden. Tatsächlich? Für das Auto? Erschlagen worden. Also wir waren eine ganz kleine Bude. Ja, nee, aber trotzdem ist es ja interessant, dass Sie da so einen Markt entdeckt haben, den BMW gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, die haben später eins gemacht. Ja, die haben später eins gemacht. Aber wir waren schneller. Und dann hatten wir einen Betrieb angemietet in der Nähe von Dülmen. Das Ding hatte 400 Quadratmeter oder was, ja. Wir haben gesagt, hier machen wir jetzt die Hardtops. Und das ist dann so eingeschlagen, dass wir dann im halben Jahr nicht mehr wussten, nicht mehr ein und aus, wie wir da jetzt weiterkommen sollen. Also platzmäßig, ne? Das sind ja alles lackierte Teile oder empfindlich, ja. Die können sich ja nicht stapeln, ne? Ja, also wir sind dann mit Mühe und Not aus dem Mietvertrag wieder rausgekommen und haben dann den ersten Betrieb gebaut. Ja, und da habe ich Grundstück gekauft von 8500 Quadratmetern und haben die erste Produktionshalle gebaut. Und dann haben wir das erweitert. Wir haben gesagt, was bei BMW funktioniert, funktioniert auch woanders. Dann haben wir 13 verschiedene Hardtops gemacht, ja. Für Jaguar, für Audi, für Mercedes E-Klasse damals, für Volvo, für Fiat, für Alfa Romeo und so weiter. 13 verschiedene. Da waren wir also ein reiner Hardtop-Hersteller. Und da haben wir Windschatten von diesen Geschäften, die wir hatten. Also Textil lief immer noch, also der Produktionsbetrieb lief übrigens noch 9 Jahre parallel. Jahre. Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe gesagt, maximal 5, aber 9 Jahre. Das war eine harte Zeit. Also Produktion lief noch, Factory Audit war eine Goldgrube und wir hatten jetzt den Verkauf von Hardtops, was ein super Geschäft war. Und daraus haben wir dann nach und nach die Finanzierung aufgebracht, um das Auto zu finanzieren. Deswegen hat das so lange gedauert, nicht weil wir das nicht schnell entwickeln können. Wir brauchen das Geld. Ja, also wir reden über Ende der 80er ungefähr. 88. Wir reden von 85 bis 87 haben wir dann den ersten Prototyp aus der Messe in Essen ausgestellt. Das ist auch eine lustige Geschichte. Und endgültig ist das erste Auto ausgeliefert von 93. Das ja, es was lange wert. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das betriebswirtschaftlich mal alles nachrechnen, das habe ich gemacht, da hat uns der ganze Spaß. Der erste Wiesmann Roadster mit allen rund dran ungefähr 7 Millionen D-Mark gekostet.
Ja. 7 Millionen. Um aus einer Schnapsidee, die im Keller zusammengebrutzelt wurde, ein richtiges Auto zu machen. Also natürlich hätten wir die Zeit, die wir dort reingesteckt haben, mit unseren Leuten, aber natürlich eine ganze Reihe Leute nachher damit beschäftigt, wenn sie die anders verkauft hätten. Ja, so habe ich natürlich gerechnet. Ja. Mhm. Aber ich muss die Leute ja bezahlen. Ja, ja, klar, klar. Und da können Sie sich vorstellen, die haben wir ja nicht mal eben in den Wege liegen. Ja? Nee. Deswegen hat das so Jahre gedauert. Was haben Ihre Frauen dazu gesagt? Fanden die die Idee gut? Das fand meine Frau gar nicht mehr gut. Ich musste morgens um 6 in den ersten Betrieb, weil wir hatten ja überwiegend, habe ich schon gesagt, Frauen beschäftigt. Die wollen gerne um mittags Schluss machen, weil sie Kinder aus dem Schluck haben. Ja. Das kam mir einerseits entgegen. Andererseits war es natürlich ein stressiger Job, weil ich bin morgens um 6 Uhr in den Konfektionsbetrieb gefahren, bin dann damit das um 2-3 Uhr in den Wiesbaden-Betrieb gefahren und kam selben abends vor 9:10 wieder nach Hause. Ja. Aber das möchte mal jemand hören, ob das noch jemand hat, der morgens Kinderklamotten macht und nachmittags Autos. Ja, also ganz viele von diesen Freunden wird es nicht geben. Ein gutes Berufsmodell eigentlich. Ja. Aber gut, da war ich natürlich auch noch jünger, da konnte man das alles noch aushalten. Aber heute will ich das nicht mehr schaffen, aber da haben wir wirklich 7 Tage die Woche keinen Urlaub und nichts, weil am Wochenende, später ging das ja los mit den Präsentationen, mit den Messen und diese ganzen Geschichten waren immer am Wochenende. Wie alt waren Sie da, wenn ich fragen darf, so ungefähr? Ja, ich bin, wir reden jetzt von den Mitte 80er? 31 bis 93 war ich 39. Ja, okay, also gut, da ist man noch. Da konnte man das noch machen, aber meine Frau hat dann nicht mehr mitgespielt, also daran ist auch meine Ehe letztendlich zerbrochen. Weil sie hatte eine ganz andere Vorstellung von ihrem Leben. Wir hatten ja, wie ich eben schon sage, gutes Geld verdient und ich hätte mich eigentlich auch zur Ruhe setzen können im Verkauf des Textilbetriebes. Wir haben ja die ganze Maschine alles nach Polen verkauft und so. Also ich hätte nicht mehr arbeiten müssen, hätte auf einem bürgerlichen Niveau auch mein Leben so bestreiten können. Und dann mache ich sowas, ja. Das hat sie nicht verstanden. So, aber mich hat der Ehrgeiz gepackt. Wir hatten das jetzt angefangen, also schon sehr viel Geld investiert und jetzt ziehen wir das durch. Ja, und dann 93, also ich habe dann 89 auf der Messe in Essen wiederum, habe ich 12 Autos verkauft, auf der Basis doch eines mehr oder weniger Prototyps. Aber da war noch keine Produktion fertig. Da sagte mein Bruder, also die haben mich ja dann gefragt, wann werden wir denn die Autos liefern können. Das war im November, Dezember 89. Und er meinte dann so, Frühjahr 91. Und so habe ich die verkauft. 2 Jahre. In Wirklichkeit haben wir dann noch 2 Jahre länger gebraucht. Und von den 12 blieb ein einziger Kunde über. Den tatsächlich, die anderen sind zurückgetreten. Weil die haben das alles nicht mehr ernst genommen. Ja, dann fing man dann von null an. Ja, auf jeden Fall, da müssen Sie sich vorstellen, wann irgendwann das Auto fertig. Und jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Weil Sie müssen das ja irgendwie vermarkten. Sie haben ein absolutes No-Name-Produkt. Ja. Sie haben aber nicht die Mittel, um klassische Werbemaßnahmen zu machen. Ja? Mit so einem Auto, ja? Wo wollen Sie da anfangen? Klar. Das ist ja nicht regional damit getan. Da müssen Sie bundesweit machen, irgendwann national, international. Haben überhaupt kein Geld dafür, das ist ja unmöglich. So, da habe ich mir überlegt, wie kriege ich das Ding jetzt unter die Leute, wie kriege ich das in die Medien? Die Medien, so zum Beispiel Auto und Sport, haben wir natürlich Kontakt, die haben ja abgewunken. Das war schon wieder so Spinner, die irgendwas machen. Die sind in einem Jahr sowieso wieder weg. Ja? Kann man alles vergessen. Und habe ich lange überlegt, verdammt nochmal, wie kriegst du das Ding jetzt in die Medien? Wie kriege ich das richtige Publikum, das Auto? Ja, und dann fiel mir ein, zu der damaligen Zeit, 93, 94 in den Jahren, war Tennis natürlich in Deutschland total populär. Mit Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich und so weiter. Und das ist jetzt komisch, jetzt sind wir in Hamburg, aber hier Hamburg-Rotenbaum war in dem Jahr dieses Turnier von den Herren. Rotenbaum-Turnier. Und das war das ja noch eine richtige Aktion. Ja? Da waren ja die Weltklasse-Spieler alle da. Ja. Alle. So, da habe ich gedacht, wie komme ich da jetzt hin? Ein Bekannter von mir arbeitet für den Deutschen Tennisbund und den habe ich angerufen und der hat es tatsächlich geschafft in dieses Interconti, war das? Eine Außenalster oder Innenalster? Mhm. Da hatte der Deutsche Tennisbund das ganze Hotel gemietet, nur für die Spieler, für die Betreuer, für die VIPs, für die Presse oder was weiß ich, okay. Aber nicht für externe sonstige. Okay. Aber er hat irgendwie geschafft, mir dann Zimmer zu besorgen. Ob ich Balljunge war, ich weiß nicht, aber hat sie was. So, jetzt war es lustig, jetzt komme ich mit meinem nagelneuen Roadster da angefahren. Da fährt man dann so vor, 5-Sterne-Haus und dann steht man da kurz, dann kommt der nette Portier, nimmt dann das Gepäck ab, nimmt den Schlüssel ab und dann fährt das Auto in die Tiefgarage. Und Tiefgarage wollte ich natürlich gar nicht, weil das bringt nicht viel.
Auf einem Hotel waren 4 so Stellplätze, die waren markiert für Taxen oder kurzfristig für Anlieferungen, auch für B&N-Laden zum kurzfristigen Parken. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche den ersten Startplatz jetzt für die ganze Zeit. Den brauche ich jetzt unbedingt. Ja, da muss er stehen. Dann fallen alle drüber her. Und dann habe ich diesen Portier, diesen Chefportier auf einen Kaffee eingeladen. Dann saß mir so, wie wir jetzt hier sitzen. Und dann habe ich ihm gesagt, passen Sie mal auf, ich habe eine Weltneuheit hier. Und da kommt Fernsehen, da kommt Presse, das alles wird hier sein. Da wird der Teufel los sein, weil das Auto wird erstmalig öffentlich, stimmt ja nicht ganz, aber präsentiert. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, da profitiert Ihr Hotel auch riesig davor. Es steht ja direkt da unter dem Namen Ihres Hotels und so. Sie müssen mir jetzt diesen ersten Startplatz geben. Ja, den brauche ich jetzt zum Ausstellen. Hat er mich so angeguckt. Und dann habe ich eins gemacht, habe gesagt, entweder kriegst du jetzt eine Ohrpfeife oder der macht's, habe ich unter dem Tisch mein Portemonnaie geleert. Und habe ich 280 D-Mark unten durchgeschoben. Alles, was ich im Portemonnaie hatte, habe ich mir unten durchgeschoben. Ich denke, entweder haut er mir jetzt eine runter. Aber zum Glück sagt er, denken wir mal drüber nach. Vielleicht geht's doch irgendwie. Und das ist später mit dem Sat.1 im Fingern, eine Sendung ist das nachgedreht worden. Das war auch derselbe Portier, ich sag's Ihnen. Und dann haben wir das so nachgedreht, die Story. Und dann sagte er nur, aber bitte erwähnen Sie die 82 Mark. Heute wird's erwähnt. Das war lustig. Auf jeden Fall stand dann das Auto, dann stand da eine halbe Stunde später stand dann ein Schild reserviert für mit meinem Kennzeichen. Dieser Platz, das war unglaublich, unbezahlbar. Also diese 82 Euro war die beste Investition meines Lebens, weil das Auto stand da, müssen Sie sich vorstellen, die kannte kein Mensch, aber der stand da natürlich ein ganz neuer Wiesmann Roadster. Und jetzt gingen da ja die ganzen Tennisspieler ein und aus. Ja. Alle blieben an dem Auto hängen. Und ich war natürlich zufällig immer anwesend, auch klar. Ne? Und bin in allen ins Gespräch gekommen. Ich könnte jetzt schon lange erzählen, ich kürze mal ab. Abends kamen Agassi und Sampras. Das waren ja damals absolute Topspieler. Beide aus dem Hotel raus und die gingen dann so zu dem Auto und guckten so ein bisschen. Und dann bin ich natürlich gleich wieder hin. Und dann setzte sich da mal rein und so, why not? Okay. Dann habe ich sie gefragt, sie waren noch im Taxi, sie wollten irgendwo in Hamburg zum Essen. Ich sage, sie brauchen kein Taxi. Hier ist der Schlüssel. Ja. Und ich sage, ja, komm, habe ich ihnen das Auto kurz erklärt. Nimmst du das Auto, fahren Sie mit dem Auto. Dann sind die tatsächlich mit dem Auto gefahren und dann sind die ganzen Pressejungs da hinterher. Mit Kameras das geil. Und Foto. Nächsten Tag überall Sampras und der Gassi mit unbekannten Roadster in Hamburg gesichtet und so. Ja, und so ging dann los, unfassbar. Das Endspiel hat dann Andrei Medvedev gewonnen, der war damals Nummer 4 der Welt, gegen Agassi. Und Andrei Medvedev ist ein absoluter Autofan gewesen. Und nachdem er seinen, ich glaube, $300.000 Scheck abgeholt hat oder so, kam er zu mir und sagte in Englisch, der sprach nur Englisch mit mir, dann wird er ein Auto kaufen. Und da habe ich mir gedacht, ich verkaufe es jetzt ganz schnell, aber das ist der falsche Weg. Da musst du mehr rausmachen. Dann habe ich ihn gebeten, lass uns heute Abend zum Abendessen treffen. Und dann war es vor. Ist okay. Dann haben wir uns zum Abendessen getroffen. Da war die Anke Huber noch dabei, die Nummer 2 der Damenwelt damals, nach Steffi Graf, weil mit der war er befreundet. Später kam der Tierjak, sein Manager dazu. Ja, auch ein großer Autofan, ne? Aber ein harter Hund. So, und jetzt habe ich mir dann zwischenzeitlich überlegt, was wir jetzt machen können mit dem. Und dann habe ich ihm Folgendes angeboten. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, wir bauen ihn jetzt einen Roadster, so wie Sie ihn haben wollen. Außenfarbe, Innen, Leder, alles egal. Felgen, sprechen wir das durch. Wir bauen ihn und den stelle ich Ihnen kostenlos stellen, nicht schenken, stellen. Den Unterschied habe ich nicht verstanden, aber Englisch halt. Ja? Und dann, Sie zahlen nichts. Keine Steuer, keine Versicherung, nur ein Sprit. Ansonsten umsonst. Und jedes halbe Jahr kriegen Sie einen neuen. Sagt er, nothing to pay? Yeah, nothing to pay. Ach, wie bescheiden die damals noch waren, ne? Ja, ja. Dann sagte ich, aber eine Bedingung. Sie geben in Zukunft bei jedem europäischen, nicht in Übersee natürlich nicht, aber bei jedem europäischen großen Turnier, wo Sie auftreten, geben Sie Interviews nur noch im Auto sitzen, auf dem Auto sitzen, auf dem Auto liegen, das ist mir völlig egal, aber das Auto muss im Bild sein. Und da werden Sie garantiert gefragt, was das jetzt mit dem Auto auf sich hat. Und den Text, den lernen Sie auswendig. Der wohnt hier in Monaco. Und wenn Sie jetzt, natürlich fahren Sie jetzt mit dem Auto nicht von Monaco nach, was weiß ich, nach Helsinki zum Tennisturnier. Ja, für die Logistik, um die Logistik kümmern wir uns. Aber das Auto ist permanent vor Ort. Ja, okay. Ja. Und gesagt, okay, und so haben wir den Deal gemacht. Und wir haben dann teilweise das mit dem Auto gefahren, wenn es in die Schweiz ging noch oder nach Barcelona so, und solche Sachen dann mit dem Auto gemacht. Aber wenn es dann weiter weg war,
haben wir wirklich das Auto dahin gekarrt und er musste vor Ort dieses Auto immer in den Interviews mit dabei haben und musste dabei eingebunden werden, sodass wir nach und nach bekannter waren und das bekannter wurden. Und das habe ich dann im Nachhinein mit mehreren Top-Spielern gemacht. Der Trick dabei war, ich musste die Autos nur zwischenfinanzieren, das war eigentlich alles, weil die kriegten am halben Jahr immer ein neues. Warum? Dann konnte ich den Wagen nach einem halben Jahr mit Vorbesitzer bla 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 über Neupreis verkaufen. Das hat mich also nur, selbst durch die, das hat mich im Prinzip nichts gekostet. Ja, und Sie müssen wissen, auch damals haben die Jungs eigentlich unter 300.000 Dollar oder so, haben die eigentlich nichts gemacht. Ne? Ja, eben. So, eben. Das war ja schon, das, ich meine, Ion Tiriak, da haben Sie schon den Namen genannt, der hat ja schon dafür gesorgt, dass die viel Geld verdient haben. Ja, aber eins habe ich gelernt, du darfst nicht mit Managern sprechen, du musst immer den persönlichen Kontakt zu den Leuten suchen und dann musst du ihnen irgendwas erzählen, wo du darauf abfahren. Natürlich, du musst eine gewisse Affinität haben zu so einem Star. Ja, und das habe ich daher mit Formel-1-Fahrern gemacht, mit allen möglichen. Es hat immer funktioniert. Tatsächlich. Das hat immer funktioniert. Ich habe nie eine Euro oder D-Mark oder Dollar oder was auch immer an Sponsorgeld bezahlt. Nie. Ich habe immer noch ein Auto von mir gekriegt. Mit Podolski, mit Fußball, als die Weltmeister wurden. Das hat immer funktioniert. Ob das auch noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich hatte Kontakte, also der Tennis-Szene sowieso. Und dann bin ich durch einen ganz komischen Zufall an die Formel 1 geraten. Weil ich habe in Monaco, Sie kennen das vielleicht noch, oben auf dem Berg, den Rockgrün ist dieses Vista Palace Hotel, das große V. Das war damals ein Althoff-Hotel. Heute ist das irgendeine italienische Gruppe, aber damals war das ein Althoff-Hotel. Und ich habe dann für Interessenten für unseren Lotsen, da habe ich ein Programm gemacht. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag vom Flughafen ihrer Wahl, egal, immer für zwei Personen, fliege ich nach Nizza. Dann fliegen sie mit dem Heli, fliegen sie von Nizza zu Vista Palace. Ich hatte einen Hubschrauberlandeplatz. Dann haben sie da Top Suite mit super Blick. Besser geht nicht. Mit einem super Abendessen und allem drum und dran. Einen Tag haben sie dann Wiesbaden-Rotzer zur Verfügung. Dann mit Roadmap. Dann ging es Richtung Saint-Tropez. Saint-Tropez, Villa Belrose habe ich dann einen Tisch für die reserviert mittags. Ja, und dann kriegt die dann noch leichtes Essen, leichtes Mittagessen. Das Auto wird draußen dann wieder geputzt und so, ein bisschen Show dabei. Abends dann nach ihrer Wahl entweder Sass Café, Jimmy's oder was auch immer, ja, die üblichen Geschichten. Samstagabend habe ich im Hotel de Paris in dem Le Grill einen Tisch, jeden Samstagabend von April bis Ende Oktober. Tisch reserviert auf Wiesbaden. Dann haben die da in dem Le Grill wunderbar gegessen, hatten einen Blick aufs Casino von da, in das ganze Paket. Dann noch, war noch ein Schnellboot gemietet, haben so ein Schnellboot gefahren, also wirklich eine super Geschichte. Kostete eigentlich 7.500 D-Mark, diese vier Tage mit dem ganzen Programm. Und ich habe beim Althoff das ganze Jahr, nicht das ganze Jahr, in der Saison April bis Ende Oktober, jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag die Suite gebucht. Ja, und habe das ganze Paket Interessenten angeboten, die sich fürs Auto interessieren, machen sie mit ihrer Frau, Freundin, wie auch immer, ein schönes, langes Wochenende mit einem Top-Programm und dann haben sie einen Tag das Auto, dann können sie es mal richtig testen und ohne Verkäuferdruck. Da ist auch trotzdem jemand dabei, der sie einweist, der ihnen alles zeigt, erklärt, der kann sie auch betreuen, wenn sie irgendwelche Wünsche haben, kein Problem. Also, das ist gelaufen wie verrückt. Ja. Was waren das für Leute, die sich dafür interessiert haben? Ja, das waren... Also, was sind das für Kunden gewesen? Das waren eigentlich so Leute, die mehr Understatement sind. Ja. Also, die wollten zwar auf der einen Seite was Besonderes, ja, was sich von der Masse abhebt, aber eben nicht so was Protziges, so was Auffälliges. Mhm. Ich sag mal, ich meine, das ist nicht böse, aber so ein Lamborghini ist eben was anderes. Ja. Ja. Also, ein Wiesbaden-Roadster hat ja mehr die Formsprache der 50er, 60er, 60er, 70er Jahre so ein bisschen, da hängt das Preisschild auch nicht so an der Tür, das weiß keiner so genau. Ja. Das, manche denken, das ist ein älteres Auto, wieder hübsch gemacht oder wie. Ja. Aber wenn sie mit dem Lamborghini erfahren, da haben sie einfach ein bestimmtes Image. Ja, stimmt. Da können sie ja als seriöser Mensch eigentlich nur mit Tankkappe und so fahren. Da macht ja Spaß zu fahren, aber da kriegen sie ein komisches Image. Und diese Leute haben dieses Auto eben geliebt, weil sie eben so eigenständig war im Design, völlig anders als die anderen Autos, aber eben auch nicht so aufdringlich, nicht so protzig, ja, und keiner weiß so genau, was es kostet. Und nicht so zusammengekleistert von der Technik her, weil sie hatten natürlich Großserientechnik, ne? Die BMW-Technik. Ja, das war natürlich ein großer Vorteil, dass sie auch beim BMW-Service oder bei anderen Fachwerkstätten noch Sachen machen lassen konnten. Da hat jeder durchgeblickt. Natürlich war das damals elektronisch auch schon nicht ganz so einfach. Mhm. Wir brauchten also spezielle Diagnosegeräte dafür, weil es war ja kein BMW. Ja. Das waren Teile von wesentliche Teile von BMW. Aber eben, da komme ich gleich zu, das ist natürlich heute ein Riesenproblem. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in Monaco eine lange Zeit eine Wohnung gesucht. Jetzt hört sich das wieder so an, als wenn ich Geld zu viel gehabt hätte. Darum ging es nicht. Nein, ich brauchte eine Wohnung,
mit dem Balkon und zwar mit einem wunderbaren Blick auf die Grand Prix-Strecke. Ich habe lange gesucht an der Start- und Zielgraben in dem Herakles, als dieser Häuserladen, wo die unten irgendwie auch die Preisverleihung da noch ist. Oben, 11. Etage, habe ich immer eine Wohnung gefunden. 11. Etage, es war wichtig, also sie mussten mindestens oberhalb der 7. sein, weil sonst können sie während des Grand Prix nicht über die Tribünen gucken, die ja davor stehen. Okay. Also okay. Von der 11. kommen sie aus dem Tunnel raus, sehen sie alles, dann Schwimmbad sehen sie alles, sehen alles wieder, bis sie hochfahren zum Casino und den Rest sehen sie auf der großen Leinwand. Ja? Also wunderbar, besser geht nicht. Und den sind direkt am Start, oberhalb des Starts. So, warum war das wichtig? Das war wichtig für die Refinanzierung der Wohnung. Weil die muss man ein Wochenende im Jahr muss man das Ding vermieten. Und die haben ja nicht gewohnt, sondern die haben nur das Wohnzimmer ausgeräumt, haben dann Catering aufgebaut. Wir haben ja nur das Wohnzimmer benutzt, die Balkons benutzt, dass sie was zu essen und zu trinken hatten und die Gästetoilette. Mehr haben die ja. Dann waren die ja damit das wieder weg. Ja. Mhm. Aber dann hat man eben, das war limitiert auf 28 Personen, das hatte mit Sicherheit ein Gewicht zu tun, aber 28 Personen mal 2850 Euro, D-Mark ursprünglich, mal 2850, nee, das waren schon Euro dann, das waren dann später schon Euro. Ja. Fast 100.000 Euro, ne? Bitte? Das sind schon mal fast 100.000 Euro, ne? Ja, also sie haben 80% der Jahresmiete wieder drin. Durch seine Wochenende. Ja, von daher ließ das rechnen. Ne? So, das war natürlich, dann war die Wohnung extrem günstig. Ja, zwar schon damals, als ich sie gemietet habe, hat die, das war dann noch ursprünglich D-Mark, 5.500 D-Mark kalt gekostet. Ja? Was für eine 110 Quadratmeter Wohnung. Also in Dürren haben sie da 600 D-Mark bezahlt in der Zeit. Ja. Stimmt. Die kostet damals schon 5.500. Die kostet übrigens heute 11.000 Euro, die Wohnung. Ja? Das ist ja ich habe die aber nicht mehr. Ja. Dummerweise. Naja, auf jeden Fall haben wir dort die Wohnung gehabt. Aber nicht so sehr zum Wohnen, sondern als Büro auch genutzt. Mhm. Ich habe also alle Veranstaltungen, alle Events, alles, was wir gemacht haben, über mein Büro im Monaco gemacht, hat nichts mit Steuern zu tun gehabt, weil wir auch viele in der Côte d'Azur gemacht haben und viele in der Schweiz und sonst wo, haben wir alle von da gemacht. Ist egal. Die Wohnung war ihr Geld wert, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass man die 80% refinanziert bekam durch die Formel-1-Wochenende. Mhm. So, und dann hatte ich an einem Wochenende rief mich die Sat1-Leute an und da fragte mich jemand von Sat1, ob ich noch 4 Plätze hätte auf dem Balkon. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch, das war so Monate vor dem Grand Prix, ja gut, dann haben die diese 4 Plätze von Sat1 gemietet. Stellt sich heraus, in dem Jahr lief der Vertrag mit der RTL aus, wegen der Übertragungsrechte, und Sat1 wollte da mitbieten, wollte da rein. Weil die hatten aber keine Ahnung von der Formel 1 und die wollten so ein bisschen mal in die Formel 1 reinschnuppern. Und deswegen haben die sich da Lars angemietet bei mir. Und dann wird das lustig, die durften zwar in Monaco alles Mögliche filmen, aber die durften die eigentlichen Rennszenen oder Trainingsszenen durften die nicht filmen, ne? Hatten keine Rechte. Okay. Aber das Ganze drumherum. Dann haben wir also in unsere Autos haben wir dann kleine Kameras haben die eingebaut, ja, so kleine Kameras, sodass wir mit den Autos da rumgefahren sind und konnten alles filmen, ne? Und dann kamen wir so ins Gespräch, dann haben die mir erzählt, worum es eigentlich geht und ob ich dann irgendwie denen ein Formel-1-Team empfehlen könnte, wo man vielleicht mal mitreden könnte, um so ein bisschen mehr Insider-Informationen und so weiter zu kriegen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, also ich denke aus der Formel 1, das einzige Team, wo man wirklich, was ja bodenständig ist, wo man wirklich noch mitreden kann, ist der Peter Sauber. Ja, damals vom Sauber Formel 1-Team. Also der ist ein sehr bodenständiger Mensch. Den sollen sie mal kontakten. Der wird sicherlich nichts dagegen haben, mal ein Gespräch mit ihm zu führen. Und dann haben die den angerufen und tatsächlich hatten die am nächsten Morgen einen Termin mit Peter Sauber im Fahrerlager und mit dem Teammanager Bert Zehner. Ja, ich weiß nicht, ob sie den kennen, den Bert Zehner. So, auf jeden Fall. Und dann habe ich zu denen gesagt, dann nehmen sie mich nochmal mit. Ja, da möchte ich mal dabei sein. Ja gut, kommen Sie mit. Ich habe gesagt, wer weiß, was da mal rauskommt. Ja, genau. Ja. So, und dann haben wir da gesprochen hin und her und und dann irgendwann fiel mir wieder der Groschen. Und dann, damals war Red Bull hatte ja noch kein eigenes Team, war der Hauptsponsor vom Sauber damals. Dann habe ich gesagt, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir bauen eine Wiesbaden-Rotzeug komplett in den Farben wie das Formel-1-Auto. In Red Bull-Farben genau so. 1:1. Jetzt stelle ich Ihnen als Promotion-Auto. Ja, und da können Sie dann, Ihre Fahrer müssen mal vor Ort ein bisschen Promotion machen. Und sagt der Peter Sauber zu mir so, wie, kostet nichts? Nee, sag, kostet nichts. Kostet nichts. Aber nur bei jedem europäischen Grand Prix, sage ich. Nicht übersehen, das wird zu aufwendig. Ja. Aber ich weiß schon, nichts kostet, habe ich nichts dagegen. Ja. Da haben wir eine MF3 gebaut.
in den Originalfarben des Formel-1-Autos damals. Das hat, dann mussten wir die Genehmigung von Red Bull haben noch dafür. Die haben gesagt, ja, aber wir möchten, dass die ganzen Teile in die Schweiz zu dem und dem Lackierer geliefert werden, weil wir wollen dann den Originallack wie die Formel 1 auch genau so haben, wenn schon, denn schon. Da haben wir das ganze Zeug, die haben das umsonst für uns auch lackiert, das ganze Auto, sehr aufwendig gemacht. Und dann hieß es, dann müssen sie das Auto zur neuen Saison, da haben sie ja immer im Februar die Testfahrten in Barcelona, dann bringen sie das nach Barcelona zu den Drehaufnahmen, Sat 1 kommt dann auch dahin und dann machen wir mit Alesi damals und Dienes, waren damals die Stammfahrer, Jean Alesi und Pedro Dienes. Dann machen wir da in den Bergen, da in der Nähe von der Strecke, machen wir schöne Aufnahmen mit dem Auto und den lässt Sat 1 als Stimmungsauf, wie soll ich sagen, als Einführung in die Formel 1 Welt und so, lässt sie diesen Film dann mal laufen, mit den, wie die driften und fahren und so. So, jetzt sagte man mir aber, das Auto dürfen Sie aber nicht nach Barcelona fahren, der muss absolut neuwertig sein. Und wir müssen sich verladen im geschlossenen Transporter. Ich denke, oh, okay. Bin ich also im geschlossenen Transporter, das waren 2200 Liter, nicht gerade um die Ecke, ja, von uns aus, bin ich bis Barcelona gefahren. Und dann kam ich zum Allerheiligen, Formel 1 Welt, da tatsächlich geht die Schranke auf, ich rufe sie mitten rein. Ja. Das war ja zu den Testfahren, da waren ein paar Journalisten da, aber da war ja kein Publikum. Ne? Ja. Aber alle Fahrer da, alle da. Ja, und dann kam ich zu dem Sauberteam. Die waren alle sehr freundlich. Alles ganz nett, habe ich dann gleich bei denen da mit dem Team zum Mittag gegessen mit. Und dann kam der Josef Leberer auf mich zu. Ich weiß nicht, das ist der Josef Leberer ist der Physiotherapeut des Teams. Der hat aber die ganzen Jahre über Senna betreut, ja, bis zu seinem Tod. Ja. Also der ist ein Urgestein in der Formel 1. Der ist, Willi Dungen, sagt Ihnen das was? Ja, klar. Willi Dungen hatte in Gras am Kamp irgendwann dieses Fitnesscenter. Da sind sie alle hingerannt, ne? Sind sie also alle hingerannt. Dieter Quester, Stuck. Ja, alle. Ja. Lauda. Genau, ja. Aber auch die Tennisspieler alle, auch ja. Die Fußballer. Ja. Und der hatte dann irgendwann keine Zeit mehr für die Formel 1. Und dann hatte seinen besten Mann, das war der Josef Leberer, hat er dann abgesandt für die Formel 1. Und so kam der Josef Leberer vor ewigen Zeiten, kam er in die Formel 1 und hatte Senna von Anfang an betreut, als Physiotherapeut. Der kannte natürlich alle Geschichten aus der Formel 1 und dann später Herr Keenan Coulthard bei McLaren noch und kam dann irgendwann auch zum Sauberteam und in dem Augenblick, als ich da zustieß sozusagen, war er beim Sauberteam. So, jetzt hatte Alesi Testfarben und Alesi ist ja ein netter Kerl, aber auch eben Südländer, der sehr hitzig sein kann und hatte sehr viel technische Probleme mit dem Auto, war dauernd irgendwas kaputt. Und irgendwann hat es ihm gereicht, dann kam er an der Box vorgefahren, ist rausgesprungen, hat den Helm in die Ecke gepfeffert und sagt, ihr könnt mich mal, ja, mit der Karre fahre ich nicht. Und dann ist er weg in seinen Leihwagen und war weg. So, nächsten Morgen hatten wir aber Drehaufnahmen mit Jean Alesi für unseren Film da. Ja. Jetzt muss ich aber vorab noch schicken, das habe ich ganz vergessen. Und ich, Idiot, habe nicht mal eine Kamera oder jemand dabei gehabt. Ich kann mich heute noch ärgern. Weil in der Mittagspause waren die ganzen Formel-1-Fahrer da, alle, beim Schumacher und Coulthard und Häkkinen und wie sie alle heißen. Die ganze Bande war da und dann sollte ich das Auto aussagen. Die wollten ja mal sehen, was ich da für ein Auto mitgebracht habe. Dann habe ich das Auto aussagen. Oh. Und dann hat einer von denen, ich weiß gar nicht mehr wer, sagt, ey, komm, wir machen mal einen kleinen Parcours hier. Das ist kein Scherz. Kleinen Parcours, Fahrerlager hier. Und dann lass uns mal ein bisschen mit dem Auto fahren. Ich dachte, mir fehlt das Herz in die Hose. Das sind die besten Autofahrer der Welt. Ja. Sind im Fahrerlager mit den neuen Roadster rumgefahren, wie die Irren. Ja. Wie die Irren. Ja, ich habe mal einen Herzinfarkt gekriegt. Ich habe, wenn die dann irgendwo an so einem Transporter anhängen, dann ist die Drehaufnahme zum Teufel. Ja. Zum Glück waren da die Sanotte, sei es noch nicht da, die den Herzinfarkt gekriegt. Die hätten schon filmen können. Das war ich musste mit dem LKW fahren, ja, damit er nichts mit dem Auto passiert. Die fahren dann wie die Irren rum. Ja. Auf jeden Fall, Alesi war so sauer, dass er nicht mehr erreichbar war und hat sich irgendwie abgesetzt. Und jetzt stand ich da. Und der Dreh war mit Alesi. Und jetzt habe ich zum Josef Leberer gesagt, was machen wir jetzt? Können Sie nicht mal mit dem Dienst sprechen? Dann ziehen wir den Dreh mit dem Dienst vor. Ja, wir mussten ja mit beiden den Dreh machen. Aber nicht in Barcelona, sondern der erste Dreh war in Barcelona, der zweite war in Zürich. Also hin wie am Berg von Sauber und dann später irgendwo in den Bergen. So, das sei mit Dienst. Okay. Jetzt musste ich es umdrehen. Mhm. So, jetzt haben wir den Dienst und seinen Manager davon überzeugt, dass er jetzt dran ist am nächsten Morgen. Ist es okay, 3 Stunden Zeit. Das war nachher 7 Stunden oder so. Ist egal. dann ist Dienst, also man muss dazu sagen, Dienst, die Eltern haben in Brasilien sowas, was hier Aldi ist. Also, da können Sie sich vorstellen. Ja, ja, genau. Also, ein bisschen Geld, ohne Geld mitgebracht. Geld, ne? Ohne Hände. Ja. So, auf jeden Fall vor Dienst mit dem Auto auf dem Highway. Und ich hatte so einen Fiat Leihwagen mit den Sat-1-Leuten, sind wir da hinterher geguckt, aber hatten keine Chance, dem zu folgen, weil der fuhr da volle Kanne mit dem Ding. War weg, war einfach weg. Und irgendwann sah ich am Horizont plötzlich eine riesen Qualmwolke. Ich denke,
Das darf doch jetzt nicht sein. Da ist der Motor hochgegangen. Das kann ja jetzt wohl alles nicht wahr sein. Und dann kamen wir dann irgendwann zu so einer Mautstelle und da stand er da mit dem Auto. Warum stand er da? Musste auch uns warten, weil er kein Geld dabei hatte. Um die Maut zu bezahlen. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, was ist denn los mit dem Auto? Da hat sich Folgendes rausgestellt. Damals, die ersten MF3, die ersten Roadster von uns hatten noch kein ABS. Und die hat aus Höchstgeschwindigkeit auch mal eine Vollbremsung gemacht, um zu sehen, wie das Ding bremst. Und dann alle Räder voll blockiert. Und dann, deswegen, die Quali, die Reifen waren schon für die Tolle, bevor wir eigentlich angefangen haben. Ja, und dann haben wir die Drehauflage gemacht, war super. Super Geschichte. Und dann habe ich in Monaco nachher, ist der Film gelaufen vorm Grand Prix und dann ist der Manager von Malaysia auf mich zugekommen und hat gesagt, ob ich noch eine Tasse im Schrank hätte. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Charity-Geschichte für die behinderten Kinder in Monaco gemacht mit Prinz Albert und Prinzessin Stephanie. Das war eine Riesenaktion, da könnte ich alleine eine Stunde so erzählen, aber überall waren wir plakatiert in Monaco, überall, aber überall mit Dienitz in dem Roadster. Ja. Dienitz. Ja. Ja. Und da kam auch der Film, nur mit Dienitz, mit Elisa hatte ja nichts und kein Material. Da kam der Manager, ein Japaner, der kam auf mich zu und fragte mich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ob ich nicht wüsste, dass der Alesi erst einmal im Team wäre, wieso die ganze Aktion mit Dienitz hier läuft. Ja? Ja. Dann habe ich ihm das erklärt. Dann hat er so einen Hals gekriegt. Auf jeden Fall kriegt er den Anruf. Herr Wiesmann, Sie müssen morgen nach dem Grand Prix, also Montag nach dem Grand Prix, müssen Sie nach Hinwil kommen, fahren mit dem Auto. Alesi wird auch da sein und wir machen sofort morgen die Drehaufnahme mit Alesi in den Zürcher Berg. Haben wir dann auch gemacht und das waren auch super Aufnahmen. Und dann sind diese Filme immer abwechselnd gelaufen. Und so kriege ich einen sehr engen Kontakt zur Formel 1, bin dann häufig eingeladen gewesen, habe dann die Fosters-Leute kennengelernt. Fosters war damals ein Seriensponsor, jahrelang. Die haben über 80 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben für die Formel 1. Die waren ja halt bei jedem Grand Prix, stimmt, die Außenwerbung, ja, genau, überall, ja. Die haben die Catering-Rechte gehabt, Paddock Club und die ganzen Geschichten drumherum. Ja. Mit denen habe ich mich ein bisschen angefreundet und da war immer das gleiche Spiel. Die haben alles, die hatten ja immer ein Team dabei von 18 Leuten, die das alles vor Ort machen mussten. Also mussten die rein in Paddock Club und überall müssten da arbeiten. Also die hatten diese Zugangsberechtigung für alles. Und ich musste immer ein Auto leihen, damit sie mal ein bisschen fahren konnten. Und da fand ich über den Pass. Ja. Kann man so überall rein. Dann, wenn die irgendwie mal da rein ins Fahrerlager mussten, um irgendwie, ich sage es mal banal, um eine Kiste mit Bierdeckeln zu liefern oder irgendwas, sage ich, war im Rotsaal, ja, ins Fahrerlager. Ne. Also in der Rotsaal war immer im Fahrerlager, beim Paddock und so. Immer ja, bekannt. So dass so dem Ecclestone aufgefallen ist. Irgendwas stimmt da nicht. Der Kerl, den kenne ich gar nicht, aber der macht hier eine Werbung mit dem Auto und der steht bei mir auf der B-Roll nicht drauf. Das war lustig. Ich hab das also alles hinbekommen. Und dann wollten die nachher in Belgien, in Spa bei dem Grand Prix, haben sie mir dann eine Rechnung aufgemacht, weiß ich nicht mehr, soll ich ihres Geld bezahlen? Ich habe gesagt, ihr könnt mich mal. Dann habe ich dann vor dem Haupteingang 100 Meter, 300 Meter vielleicht, 300 Meter oder so, davor von einem Bauern ein Stück Wiese da habe ich gemietet und dann ein großes Zelt aufgebaut und haben wir da unsere Show gemacht für ein ganz kleines Geld. Formel 1 hat nämlich das 30, 50 Wache gekostet. Davon gehe ich aus. Ja, und so haben wir so durchgekämpft. Und die Charity-Geschichte mit Prinz Albert, das war eine Riesenaktion, sodass aber ich muss Ihnen eine Geschichte noch erzählen, die war lustig. Endlich mal eine lustige Geschichte. Ja, im Nachhinein war die lustig. Also, ich habe in Monaco, in Forbier, der Neuhafen von Monaco, da war damals das Restaurant Offshore. Und den Besitzer kannte ich gut. Und der hat einen Parkplatz, da wo die seine Gäste normalerweise parken können. Aber die Straße da am Hafen ist so vom Platz gesperrt. Da kommt er mit dem Auto nicht rein. Da kommt er auch, braucht er den Parkplatz auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite kommen aber die ganzen wichtigen Leute. Die kommen mit den Beibooten hinten rein in den Hafen. Und dann sind alle wichtigen Leute, kommen von hinten in VW rein, ins Fahrerlager oder zur Strecke. Ja. So, dann habe ich von ihm diesen Platz am Restaurant, diesen Parkplatz gemietet. Für ein kleines Geld. Und dafür brachte ich ihm auch laufend Gäste, ja, fürs Restaurant. Um da meine Autos auszustellen. Dann sagt er, Monaco fängt ja schon donnerstags an, das Training, ne? Ja. So, mittwochs nahm ich das, um 16 Uhr, sagt der Schal zu mir, Schal hieß er, sag mal, warum fährst du eigentlich nicht Promotion auf der Strecke, in den Pausen? Ich sag, hä? Wie mit dem Auto Promotion auf der Strecke? Kenne ich nicht. Ja doch, da gibt es immer mal Firmen, die mieten sich da rein, in den Pausen mieten sich an, dann machen sie Promotion zwischen den einzelnen Trainingsläufen oder Rennen oder wie auch immer. Zeige dir Autos auf der Strecke, das muss doch irgendwie gehen. Er sagt, keine Ahnung. Komm, wir fahren zum Automobilclub. Fragen wir mal.
sind wir zum Automobilclub gefahren. Es ist ja so, Monaco ist ja ein Dorf, da kennt ja jeder jeden. Ja. Also ich wäre da nie reingekommen, aber er kannte dieses wieder den Türsteher da und tatsächlich kommen wir da rein. Und der Böri war damals der Chef vom Automobilclub. Tatsächlich sind wir zu dem auch noch reingekommen. Und dann hat er, mein Französisch ist nicht so perfekt, dann hat er mich vorgestellt, ein kleiner Autobauer von Deutschland so, und er würde gerne die Autos in den Pause. Dann sagt der Böri, sag mal, habt ihr noch alles? Ey, kommt mit was nachmittags, kurz vor Schluss hier, mit so einer Geschichte, er hätte mal ein paar Wochen vorher kommen können, das kann doch nicht wahr sein. Seid ihr verrückt oder was? Ja, wir wussten nichts und bla bla bla. Auf jeden Fall sagt der Böri, guckt dann irgendwie, sondern das dachte er so, ja, ist möglich, geht. Wir haben gar keinen dieses Jahr. Da war dem auch völlig egal, da ist er nicht, ne? Die haben Geld genug. Sagt er, ja, könnt ihr machen. Wie viele Autos wollen sie denn promoten? Ich sag 3. Sagt er 3. Okay. Holt er seinen Vertrag, da so ein Wisch, füllt alles aus. Sagt er, okay, 300.000 Francs. 300.000 Francs. 100.000 Francs waren damals irgendwie 30, 33.000 D-Mark. Ja. So mal 3, also rund 100.000 D-Mark für 3 Autos. Ich so, sag zu sagen. Ja. Ich sag, nee, das ist zu teuer, das kann ich nicht machen. Ja, müssen entscheiden. Ich sag, ich nehme nur ein Auto. Nur ein Auto, das ist mir zu teuer. War dem völlig egal. Na gut, dann machen wir ein Auto. Sagt er, 100.000 Francs. Ja, ich sag, können Sie mir eine Rechnung schicken oder sowas? Sagt er, ich krieg doch keine Rechnung an Deutschland. Nein. Hier, Cash. Auf den Tisch. Willkommen in Monaco. Ne? Cash, ja. Auf den Tisch. Sonst vergessen Sie die Sache. Ich denke, ich werde voll. Ich hatte natürlich keine 100.000 Francs in der Tasche. Also immerhin 33.000 D-Mark oder sowas. Kriegen Sie auch nicht am Automaten gezogen. Nee. Aber ich kannte natürlich ein paar Tennisspieler, die in Monaco leben. Und einer davon, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber war ein Stammgast im Casino, hatte immer sehr viel Cash zu Hause. Und den kann ich sehr gut. Und habe ihn hat er Poker gespielt? Oder? Der hat alles mit mir auch, ja. Okay. Ist er auch im Nachhinein im Fernsehen jetzt als Pokerspieler bekannt? Ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollte. Ja. Der war mal kurzzeitig auch mal Nummer 1 der Welt. Auch das. Überlegen, wer das sein könnte. Auf jeden Fall, den habe ich angerufen und habe gesagt, ich brauche sofort 100.000 Francs. Sobald ich in Deutschland bin, kriegst du das Geld wieder, aber ich brauche es jetzt sofort. Der hat es mir dann auch gegeben. So, und jetzt habe ich mir folgendes überlegt, dem Böri ist es völlig egal. Der hat das noch gar nicht so richtig auf dem Plan, auch mit den Autos und so. Jetzt versuchst du den Trick, weil dein Französisch ist nicht so toll. Du kannst dich immer noch entschuldigen, dass du nicht richtig verstanden. Kein Problem. Also, jetzt bin ich da rein und habe ihm die 100.000 auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Monsieur Böri, ici, sorry. 100.000 Francs pour les travaux tue. Ja, verstehen Sie? Ja, sind, okay. Die 100.000 für die 3 Autos. Für die 3 Autos. Das hat er aber ausgefüllt. Ja. Hat er erst nicht gestartet. So, und dann kriegen wir 8 Pässe, weil die Autos mussten ja gefahren werden, muss man da rein und raus. Ja, 8 Zubipässe, alles mit dabei, alles wunderbar. Und dann gab er mir den ganzen Kram und wünscht mir noch eine gute Zeit. Und ich gehe zur Tür und dann sagt er plötzlich, Monsieur Wiesmann, 300.000. Ich sag, Monsieur Böri. Ja, dann sagt er, alle ehrlich. Wirklich, so ging das. So ging das, alle ehrlich. Und wie ich Sie einschätze, haben Sie die 8 VIP-Pässe auch nochmal einzeln verkauft? Nein, die haben nicht verkauft. Wir hatten ja 42 Gäste. Ja, also, ja, okay. Große Terrassengebiete und so. Das war gut, weil da durften die Leute im Wechsel bei den Paddock und überall rein und dann für eine Stunde mal, dann die nächsten. Ne? Die Pässe habe ich. Meinen Gästen. Ja, immer so durchgetauscht. Immer durchgetauscht. Das gibt's ja nicht. Also das Marketing, der große Marketing-Trick war bei Ihnen eigentlich immer die Laufwege der Stars zu kennen, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, natürlich. Aber jetzt kommt die Geschichte, kommt ja eigentlich noch. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kannst du das refinanzieren? Die 100.000, ja? So, jetzt bin ich zu meinem Freund Alex Nickel gegangen. Alex Nickel ist der Marketing-Chef, oder war es damals, von Scottish Newcastle in Edinburgh. Scottish Newcastle war damals die 4. oder 5. größte Brauerei der Welt. Und die hatten die Vorstandsrechte Europa. Das heißt, marketingtechnisch war Scottish Newcastle verantwortlich für die europäischen Grand Prix. Und deswegen war die ganze Mannschaft von Vorstands natürlich auch da, von Scottish Newcastle. Und Alex Nickel hatte, mit dem war ich befreundet, hatte immer ein Problem in Monaco, weil da kommen die ganzen Wichtigen aus der ganzen Welt, von den ganzen Großabnehmern und Brauereien und was weiß ich. Und er sagt, ich werde verrückt, die kennen doch schon alles, die kennen Jimmys und Casino und alles schon tausendmal. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Leuten immer anstellen soll. Und die stellen so hohe Ansprüche, er macht mich völlig fertig. Ich sage, Alex, ich habe eine gute Idee. Die wohnten damals alle in Löws. Damals hieß es noch Löws, heute Fermont, ne? In dieser engen Kurve. Das
Ja, nachher auch die Kurve benannt ist eigentlich, ne? Diese Lewis-Kurve. Ja, genau. Ja. Da wurden die alle, ich sag, pass mal auf. Ich habe 3 Autos, auf der Strecke immer nicht Pausen. Wir dekorieren 2 auf Fosters, Aufkleber drauf, 1 auf Wiesmann. Ja, mir war doch egal, wer die Autos fuhr. Wir durften ja keine Rennen fahren, sondern nur Promotion, langsam, relativ langsam. Mhm. Ne? So, und dann dürften deine Gäste, den stelle ich die 2 Autos. Wow, okay. Und die dürfen im Wechsel, können die alle fahren. Ist gerade noch Schumi mit der Formel 1 gefahren, fährt in die Box, dann ihr. Dann kommen die, ja. Vor vollem Publikum, die gehen ja nicht, deswegen mal kurz wieder raus. Und Fernseher und was weiß ich. Und das finde ich total toll. Das ist ja eine geile Geschichte. Wirklich auch der Rennstrecke zwischendurch? Ja, sag ich, alles klar. Okay. Aber sag ich mal, das ist natürlich teuer. 300.000 Franc. Jetzt fragen Sie im Automobilclub nach. Jetzt wollte ich nicht unverschämt sein. Und sag ich, was kostet das denn? Ja, ich sag, du, der Automobilclub, da muss ich richtig abdrücken. Habe ich mal jetzt gesagt, 100.000 Franc. Ja, 100.000. Sag, oh, das ist ein Bounce. Und dann hat er irgendwie 15.000 Pfund oder irgendwas, was sind wir genau? Ja. Irgendwas in der Größenordnung. Ja. That's nothing. Let's do it. Also hatte ich meine 100.000 wieder drin. Können Sie Boris also gleich das Geld zurückgeben, diesem einen Tennisspieler? Ja, also ich war refinanziert. Das ist immer der Trick bei mir gewesen. Ich habe immer irgendwie Wege gefunden, um mich zu finanzieren. Sie klingen wie einer, bei dem sich das Studium mal richtig gelohnt hat. Ja. Aber jetzt muss ich noch kurz erzählen, weil das eigentlich der Höhepunkt dieses Tages war. Ja. So, donnerstags ging es los. Wir waren in, wie heißt die erste Kurve nochmal, ich fällt mir jetzt gerade nicht mal ein. Da unten standen wir mit den Autos, oben stand so ein Sheriff, der war in Kontakt mit der Rennleitung. Und wenn die Rennwagen in die Box fuhren und da Programm zu Ende war, kriegen wir ein Signal, da durften wir rausfahren. Mhm. Jetzt fuhren Donnerstagmorgen eben die beiden Fosters-Autos und der Wiesmann gebrändete. Darum. Donnerstags war alles gut. Alles wunderbar gelaufen. Freitag ist ja praktisch nichts los. Und dann samstags ging es ja dann zum Hauptprogramm. Als wir samstags zum ersten Mal mit den Autos rausfuhren, haben sie die beiden Fosters-Autos eine Runde fahren lassen und dann haben sie die reingeholt, ihre Leiter. Mhm. Den Wiesmann nicht, also den Wiesmann gebrändeten nicht. Ach so, okay. Die anderen waren weg. Und dann kam ein Abgesandter von Ecclestone zu mir und sagte, hören Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Der war sauer, dass Sie das bessere Geschäft gemacht haben als Ecclestone, oder? Nee, die haben mir dann erzählt, das wird jetzt richtig teuer. Was kostet die 300.000 Dollar? Ich sag, was kostet mich da? Wie bitte? 300.000 Dollar. Ja, sag, nach den Statuten dürfen Sie nur für Ihre eigene Firma Werbung machen, aber nicht für Fremdfirmen. Okay. Das wird richtig teuer. Ich denke, da fährt mir das Herz in die Hose durch. Ich denke, das darf jetzt nicht wahr sein. So, jetzt hatte ich aber zum Glück wegen dieser Charity-Geschichte, das ist eine lange Geschichte, aber hatte ich einen guten Kontakt zum Schloss oben. Den Satz habe ich in diesem ganzen Podcast noch nie gehört. Ich hatte einen guten Kontakt zum Schloss oben. Ja, war so. Hab den Sekretär von Prinz Albert, damals noch Prinz Albert, heute ja Fürst, angerufen, habe ihm mein Leid erzählt, habe gesagt, du, ich wusste das nicht. Mein Französisch ist noch nicht so gut, kann sein, dass es in dem Vertrag, den ich aber bei Böhring unterschrieben habe, irgendwo stand. Ich weiß es nicht, aber sorry. Auf jeden Fall, bitte gehen Sie zu Prinz Albert, der soll den Ecclestone anrufen. Ich nehme alles in Kauf, eine Verwarnung, ich habe aber keine 3.000 Dollar Strafe. Ja. Auf jeden Fall hat er das gemacht und dann haben sie gesagt, aber sofort die Autos, die Fosters aufgebaut. Okay, ich die Aufgabe abgemacht, wie es war, Aufgabe drauf. Ich ging zu Alex Nickel und habe gesagt, du, tut mir leid, aber Fosters Aufgabe geht nicht mehr. Da habe ich mir erzählt, ach, ist egal, ich kann es eh nicht mehr sehen. Also war das auch kein Problem. Jetzt kommt der nächste. Und dann das hat mich dann ein paar Nerven gekostet. Dann hatten wir auch einen Stand in Monaco, wo wir die Autos ausstellten, auch Autos ausgestellt hatten. Und da bin ich natürlich oft gewesen, habe genau das beobachtet, welche Leute sich dann wofür interessierten. Wenn dann ein Paar auflief, ja, ein Ehepaar oder Freunde, wie auch immer, sich sehr intensiv mit dem Auto auseinandergesetzt, dann war Einsatz gefragt. Ja. Also erstmal ein Paar ist entscheidungsfähig, ist klar. Und ich wollte ja nicht irgendjemand da fahren lassen, sondern die ernsthafte Interessenten. Okay? Ein Paar ist entscheidungsfähig. Das, ja, ist, so. Ja, das ist ja wirklich ein Marketing-Satz wie aus dem Lehrbuch. Ist, ne? Das ist doch so. Ja, ja, natürlich. In der Regel. Ja, es gibt natürlich auch 10% Patriarchen, die sagen, ich brauche meine Frau noch nicht, Frau, wie ein Auto kaufen. Ja. Aber Thomas Pscher hat das genau das gleiche von Bugatti erzählt. Okay. Er hat auch mal die Ehepaare eingeladen und zusammen fahren lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Frauen mussten auch fahren. Das war das Wichtigste. Ganz wichtig. Gesagt. Ganz wichtig. Ja. Also wir müssen immer die Frauen einbinden. Aber jetzt habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich die Leute angesprochen. Gesagt, passen Sie mal auf. Es ist meinetwegen halb ab 11 oder was, ist ja wurscht. 12 Uhr ist die nächste Pause, nur als Beispiel. 12 Uhr hole ich sie ab.
So, und dann zeige ich Ihnen die Formel 1 live. Dann gehen wir mal die Boxen überall. Dann könnt ihr übernehmen. Dann gehen wir mal in Paddock. Dann können wir auch gar nicht essen. Und dann, um halb schlammig tot, machen sie den Testfahrt mit dem Wiesbaden Roadster. Ja. Auf der Rennstrecke. Ja. Da wieder der spinnt, der Kerl, ja. Aber das war ja Realität. So, jetzt habe ich sie mitgenommen und dann waren die natürlich total begeistert, weil für manche wie Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Ne? Jetzt kommt hier eigentlich die Geschichte. Jetzt habe ich die eingewiesen in das Auto und dann sind die los. Da hat sie Freigabe bekommen, sind die losgefahren. Alles wunderbar. So, dann durften die 10 Minuten meinetwegen fahren oder 4 Stunden, was weiß ich. Dann kam irgendwie ein Signal von der Rennleitung. Der Rennleiter stand auf der Strecke und der machte dann so. So, ja. Das hieß, letzte Runde, noch eine Runde, dann müsst ihr wieder in die Tiefe verschwinden, dann kommen die Autos, die Rennwagen aus der Box. Ja. So, und mein Ehepaar oder was auch immer, der Mann in der ganzen Hektik, habe ich ihm vorher alles erklärt, aber hat das irgendwie missverstanden. Er hat gesagt, der grüßt ihn. Und der grüßt zurück und fährt weiter. Die nächste Runde, als er immer noch fuhr, wurde der Rennleiter langsam böse, springt so förmlich vor das Auto, er muss so einen Schlenker machen und hat so weiß ich wohl gar nicht, was das denn für Arsch, auch du hast gesagt, er hätte fast über den Haufen gefahren und fährt weiter. Kannst du dir das vorstellen? Und dann kommt der Hammer. Damals mittags um 14 Uhr war das. Samstags mittags, weltweite Übertragung, läuft es damals das Formel 3000 Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1. Ja. Formel 3000. Die Formel 3000 kommt komplett aus der Box, könntest du dir das vorstellen? Und der fährt zum Casino und dem Roadster hoch. Die Formel 3000 aus der Box und die überholen alle den Wiesbaden auf der Rennstrecke. Das ganze Starterfeld. Weltweit übertragen. Wahnsinn. Der Sprecher hat sich überschlagen, was ist da für ein Idiot auf der Rennstrecke und sonst was. Die konnten, dann lief alles auf dem Großbild. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Das kann jetzt nicht wahr sein. So, jetzt fährt die Formel 3000 rum, stehen alle auf dem Startplatz. Die haben natürlich nicht gestartet. Ja? Den Start abgebrochen, aber die standen alle da. Jetzt kommt der von hinten. Was soll er machen? Der fährt das gesamte Starterfeld. Und das ist unbezahlbar. Aber dann hatte ich Spaß. Davon gehe ich aus. So, dann kamen 2 Polizisten und der Typ von der Exo wieder und sagte, jetzt haben sie das Spaß. Das machst du es voll. Die haben mir unterstellt, das ist extra gemacht. Habe ich nicht. Das hätte ich mich nicht getraut. Nee, ich habe das nicht extra gemacht. Aber das haben die nicht geglaubt. Das habe ich es extra gemacht. Ja. So, jetzt 2 habe ich abgeführt im Knast. Nee, ich habe sie abgeführt. Lack und Knast. Das ist kein Scherz. Aber ich kann dir sagen, den Gast kann man empfehlen. Der war super. Mit direkt einem Meerzugang, mit einem Schwimmbad da, Meer und alles. Wunderbar. Also wenn ich mal irgendwo oder anstelle in Monaco, das ist fast ein Erholungsheim. Aber da war ich den ganzen Nachmittag Gast. So, weggesperrt, Ende. So kann es gehen, wenn man mit einer PR-Aktion durch Monaco eskaliert. Ein Telefonat hatte Friedhelm Wiesmann, um sich Hilfe zu organisieren und wen er damals angerufen hat. Das glaubt ihr auch nicht, aber ihr erfahrt es in Teil 2. Und schon zu einer frühen Phase wäre die junge Firma Wiesmann übrigens fast schon wieder am Ende gewesen, denn eines Tages ist außerdem das hier passiert. Auf den Samstagmorgen kriegte ich ein Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München, die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige Konventionalstrafe rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teile mehr verwenden, auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also es war eigentlich ein Todesstoß. Wenn Sie so ein Problem haben, was Ihnen die Existenz raubt unter Umständen, dann müssen Sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können im mittleren Management erreichen Sie nichts, weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Mit denen können Sie reden, aber Sie kriegen nichts entschieden. Also Sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langem Hin und Her sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Dr. Reitzer, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Reitzle. Wolfgang Reitzle kennt ihr auch. Und wie es mit ihm weiterging und warum er beim ersten Treffen zunächst stinksauer auf die Wiesmann-Brüder war, auch das erfahrt ihr hier ab kommenden Donnerstag natürlich nur in der alten Schule. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.